sonst entlasse ich die aus Versehen. Ich hoffe nicht. Ist mir schon mega oft passiert. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Warte. Klingelliste. So. Einmal alle. Einmal alle. Oh, warum kommen die immer dann, wenn ich... So. Das DLC-Kampfsystem ist viel geiler als das normale. Wirklich? Wir haben es angespielt. Ist schon 2-3 Wochen her. Haben wir einen mit Lanze? Da. What's the plan, boss? So. Whoa. Ich bin gerade am überlegen, wie da das Kampfsystem war. Weiß ich gerade gar nicht. Hi. Jetzt müsste es gehen, oder? Sehr gut. Ein Prost, ne? Okay, von der anderen Seite hätte ich ihn nicht rangekommen. Was ich da trinke, aktuell Batida de Coco, will ich. Mit Sauerkirschsaft. What the hell? I know we didn't miss. Is she a blade? No, look. Oh yeah. Einmal virtuelles Anstoßen, Corona anstoßen und so. What? Who's that? Meh? Meh? Meh, meh, oh yeah! Lila? Die ist auch so cool, die habe ich ganz vergessen. Wait up, Tora! Die habe ich ganz vergessen. Ein Bildschirmtaste schlagen. Oh nee. Ich mag meinen Bildschirm. Obwohl, ich hätte gerne einen dritten Bildschirm. Dritter Bildschirm wäre geil. Meta! Oh ja. Hinterher! Hoppi, zack! Mhm. Mein Auge tränt schon wieder. Warum? Rosa? Was rosa? Nein. Lila. Ginger Ale Whisky. Ja, dann. Prost. Lass es dir schmecken. Aber Ginger Ale Whisky habe ich noch nie getrunken. Whisky Cola, ja. Da bin ich dabei. Der Gin ist eben leer geworden. Oh. Das ist doof. Rosa ist weg. Stimmt, da war noch was. Schon wieder Stalker von, ja. Trifft der von da unten über? Auf jeden Fall sollten wir hier relativ gut leveln gerade. Also es hat ja auch was Gutes, dass ich immer so planlos bin, ne? Ja. Prost. Hobby ist so geil. Let's
show them a thing or three. Make haste and retreat. Be here. Steady. Dass die im Kampf immer so mega langsam latschen, ne? Sie ist einfach mega cool. Also ich liebe auch die Harmonie-Szenen mit ihr. Die wir vorhin zum Beispiel hatten, wo sie so gefragt hatte von wegen, ja, wie kommt das eigentlich, dass die Wolken mal höher und mal niedriger sind? Es ist einfach so cool. Wobei mir Tora, ehrlich gesagt, furchtbar auf den Sack geht. Also Tora ist so einer, auf den könnte ich ohne Witz auch verzichten. In Uraya ist auch ein lustiges Gespräch. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Also das werde ich sowieso noch machen, gerade wenn wir dann die verschiedenen Fähigkeiten auch haben, dass wir noch die Harmoniegespräche alle finden. In Garfund. Boah, jetzt bin ich gerade am Überlegen, welches das war. No! Oh. Autsch. Warum bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Da irgendwie rüber? Ja, lol. Kein Assassin's Creed. Na los, komm schon wieder hoch. Hallo. Suche geht schon wieder weiter. Wie lange spielst du noch? Das weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht sagen, aber heute, also ich denke mal, vielleicht jetzt noch so ein Stündchen oder. Hoppa, hoppa! Jetzt weiß ich schon nicht. Nope. Mit Sicherheit nicht. Nee, das Ding ist, dass wir um 13 Uhr heute mit Böses Katze wieder zusammen spielen. Und da will ich ungern unausgeschlafen sein. Das könnte ich nicht. Schmetterseite ist besser als Schwertschlag. Ich glaube, Schmetterseite können wir aber noch nicht. Es ist 12:30 und sie macht noch ein Stündchen. Na klasse. Warum das klasse? Ob ich das durchhalte? Ja, ungefähr. Also ich trinke mein Getränk trinke ich jetzt noch aus. Und dann machen wir
langsam Schluss für heute. Wir haben heute auch echt viel gemacht. Also ohne Witz, wir haben heute richtig viel gemacht. So viel mache ich normalerweise nicht. Also man kann froh sein, wenn ich Just Chatting von dem Spiel. Direkt am Anfang schon. Warum drängt jeder, man muss sich das erst freischalten? Weiß ich nicht. Weiß nicht gesehen. Tja, vielleicht steht sie einfach mehr auf Rex. Aber Zellinkis klingt dran, keine Spoiler. Aussehen ist okay, aber keine Spoiler. Ja, Carlota, das weiß ich doch nicht. Wie schon gesagt, ich habe das zwar schon durch, aber ich habe keine Ahnung mehr. Es ist für mich wie so ein neues Spiel. Bin weg, gute Nacht und eventuell bis später. Gucke bestimmt mal rein bei Borderlands. Sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen und ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Schlaf schön. Ansonsten sehen wir uns am Montag zu Angespielt, wenn du möchtest. Der Hilfekristall Massenprügelei Mithra ist der Grund. Okay. Ich glaube, ich bin gerade raus. So. Charaktere. Ich muss eh mal gucken. Ich habe ja wieder ein paar Punkte gesammelt. Aber nicht genug. So, hoch, da. Schmettersalto. Wie kann ich das denn aktivieren? Austauschen. Ach. Ah. Okay. Vortex-Hieb. Ich glaube, das habe ich nie gemacht. Ohne Witz, das habe ich nie gemacht. Nee, das bleibt mal. Gehen wir hier unten hin. Verrückt. Ich lerne immer wieder was dazu. So, aber wie? Komme ich jetzt hier rüber? Da drüben. Okay, warte. Ich habe eine Idee, wie ich da hinkomme. Ganz ehrlich, also der Aufbau von den Leveln ist echt ungeil. Jetzt weiß ich wieder, was ich gehasst habe an dem Spiel. Das Spiel an sich ist so gut, aber...
Das ist so eine Sache, die hat Richard richtig genervt, ne? Ich hätte einfach von Anfang an weiterlaufen sollen. Dumm. Vor allem durch so einen Suchti, wie mich, der 240 Stunden im Game verbracht hat. Und es kommt noch mehr. Oh! Warte bitte! Das ist halt das Ding, ne? Wenn das so nebenher spielt, weil hauptsächlich unterhalte ich mich mit euch. Das Spiel ist so nebenher. Ich hasse die Höhle mit dem. Ganz ehrlich, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe auch so viel in dem Spiel vergessen. Wie zum Beispiel diese Onsen-Sequenz. Ich liebe einfach die Geschichte des Spiels, deswegen liebe ich es. Die Geschichte ist auch mega gut. Man muss sich halt drauf einlassen, weil es ist halt schon sehr, sehr japanisch. Sehr, sehr japanisch. Und ich kann verstehen, dass das viele abschreckt, aber die Geschichte ist einfach so unglaublich gut. Tora wird ignoriert. Da muss Tora hinterher. Ja, ja. Nur Tora wird ignoriert, der Rest nicht, oder was? Also die Geschichte, die hat mich damals echt geflasht. Also mich hatte das Spiel zu dem Punkt, wo Jin Rex aufgespießt hat. Also ganz am Anfang. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, wie geil ist das Spiel bitte. Ich will weiterspielen. Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, am Anfang habe ich so gedacht, ja, okay, ist ganz nice, macht Spaß, aber ist jetzt... Es ist solide, es ist okay. Aber das war der Punkt. Holy shit. Nein, das nicht. Es geht auch nicht um das japanische Storytelling. Es geht halt darum, dass hier sehr viele Cringe-Momente sind und es halt sehr viel japanischer Humor drin ist. Das heißt, wenn du damit überhaupt nichts anfangen kannst, weil du zum Beispiel auch mit Animes als Beispiel jetzt nichts am Hut hast, mit japanischen Soap-Operas oder so, du einfach komplett weg bist aus dieser Otaku-Deep-Welt, dann kann ich verstehen, dass das abschreckt. Oh, genau, das wollte ich noch machen. Das meinte ich damit. Man muss sich halt darauf einlassen, dass es ein Tick anders ist als viele andere Spiele. Das ist alles. Vor allem das Ende mag ich sehr. Oh ja. Ja, das Ende war wirklich schön. Naja, vielleicht bin ich einfach cringe. Ganz ehrlich, ja. Aber ich bin genauso cringe, insofern scheiß was drauf. Aber das ist halt das Ding, ne? Die Leute, die sich nie damit auseinandersetzen, ist genauso die Leute, die eigentlich nie Videospiele spielen, die werden das auch nie verstehen, wie toll das sein kann, was für super Geschichten man einfach miterleben kann. Was? Ja. Ich meine das so, wie ich das gesagt habe. Weißt du, und da machst du halt nichts. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Meine Güte, dafür haben die halt andere Vorlieben. Ich kann zum Beispiel nichts mit Fußball anfangen. Andere feiern das. Das ist schon Unfall. Und das ist auch okay. Endlich geht Bundesliga weiter. Das ist so ein Ding, darauf kann ich nicht verzichten. Das geht mir so am Popo vorbei. Aber wenn man mich fragt, ja okay, für welchen Verein bist du? Ich wohne ja in der Nähe von Dortmund. Und dann sage ich nur, ja, für die Blauen. Und dann ist es, Schalke, bäh. Ich so, nee, nicht Schalke, Hertha BSC, Punkt. Dann gucken die mich immer doof an. Bei Hertha BSC ist so ein Verein, der tut niemandem was. Der ist im Mittelfeld oder irgendwo unten und das ist egal. Das ist egal. Aber was ich will, ist ein dritter Teil mit Rex, Pyra, Mithra und allen anderen, denen es halt eigentlich noch so sehr mehr Potenzial. Ich weiß nicht, ob ein dritter Teil in Planung ist. Kann ich ganz ehrlich gar nicht sagen. Aber der zweite Teil ist jetzt schon ziemlich gut angekommen, gerade für die Switch. Ich gehe mal davon aus, jetzt haben sie ja dann den ersten Teil geremaked.
Eventuell kommt da was. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich würde es einfach mega feiern. Ich auch. Also ich habe bis auf den Teil keinen einzigen Xenoblade-Teil gespielt. Deswegen freue ich mich so auf den ersten Teil. Weil ich gerne mehr haben möchte. Ich möchte so gerne mehr haben. With this power, I shall protect. Nee, oder was vielleicht auch viele abschreckt ist, es ist halt ein RPG, was eh schon Nische ist. Und dann ist es auch noch so knallebunt, ne? Also es ist ja wirklich fucking bunt. Dass man hier keinen epileptischen kriegt, ist auch alles. Ich würde es einfach nicht erklären. Bunt ist toll, ja! Finde ich auch, aber es gibt genügend, wenn die an RPG denken, die denken dann halt, ja, RPG, das muss sowas wie Witcher sein oder das muss sowas wie Skyrim sein. Was anderes, ja, alles andere ist ja kacke. Weil alles andere ist ja so Japano-Gedöns und geht gar nicht. Ich bin dann so weg, aber das sind so tolle Geschichten. Also ich habe Xenoblade gefeiert. Ich habe jetzt das Final Fantasy VII Remake, was viele zerrissen haben. Fand ich mega gut. Final Fantasy 15 fand ich episch. Und dann kommen immer, ja, aber die anderen Teile, die 9 und 8 und so, sind viel besser. Wo ich mir so denke, es ist mir egal. Ich mochte den Teil 15. Teil 13 war schwierig, aber... Weißt du, was ich meine? Ja, es darf auch Dark Fantasy sein. Ja, auf jeden Fall. Also RPG ist eh so ein Spielegenre, was ich mega gut finde. Was aber natürlich auch viele wieder abschreckt, ist, dass sie... Also, man kann es nicht anders sagen, das Spiel ist einfach mal fucking lang. Es ist fucking lang. Aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass es sich mega in die Länge zieht. So von wegen, also klar, du hast schon eine Menge Grind, aber jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt. Also in Dragon Quest 11 fand ich das schlimmer. Und es ist halt so, Geschmäcker sind unterschiedlich. Wie viele Leute finden World of Warcraft scheiße? Als Beispiel. Spielen dann aber wie blöd Final Fantasy 14. Das selbe Genre ist, aber eben anders aufgebaut. Ich mag Teil 12. Habe ich nur mal angespielt. Also die einzigen Teile von Final Fantasy, die ich wirklich gespielt habe, also wirklich meine ich mit beendet, ist 13, 15 und jetzt 7 Remake. Übrigens, 7 Remake gibt es auch das komplette, sagt man dazu dann Let's Play, das komplette Spiel auf jeden Fall in meiner Sammlung. Da habe ich mal die ganzen Streams, die wir haben, gehighlightet und kann man sich da angucken, wenn man möchte. Hab meine Animal Crossing Insel Solrest genannt. Z-Wills. Ach, geil. Okay. Okay, damit... Das ist geil. Meine Animal Crossing Insel heißt Knuddeluffia, wegen Knuddeluff. Meine heißt Lara Lando. Frag mich, warum. Meine heißt Lara Lando. Ich habe das jetzt mal übersprungen, ne?